Guten Morgen. Im Rahmen eines kurzen Vortrags ist nicht sehr viel Platz zum Argumentieren und zum Begründen. Ich werde Thesen vortragen. Und weil es sich um einen paradoxen, früher hätte man gesagt dialektischen Begriff geht, werde ich drei Gruppen von Thesen Ihnen vorstellen. Ich beginne mit eher positiven Thesen, es folgen Gegenthesen und am Schluss Schlussthesen. Ich wollte nicht Synthese sagen, das wäre etwas zu. Ich beginne. Resilienz in der Pädagogik. Die Forderung, Pädagogik habe sich an den Ressourcen der Kinder und Jugendlichen zu orientieren und nicht an deren Defiziten, gehört seit Mitte des letzten Jahrhunderts zu den weitgehend unhinterfragten Selbstverständlichkeiten in Theorie und Praxis, nicht zuletzt von Sozial- und Sonderpädagogik. Die Frontstellung ist recht klar. Während der Ressourcenansatz Kinder und Jugendlichen als Subjekte ihrer Lern- und Bildungsprozesse ernst nimmt, machte der frühere Defizitansatz sie zu Objekten einer fremdbestimmten Pädagogik, verweigerte ihnen die Anerkennung als kompetente, eigenständige und selbstverantwortliche Menschen und stigmatisierte sie so als defizitär, behindert, zurückgeblieben oder auch seelisch krank. In den zurückliegenden Jahren hat dieses Leitkonzept kritischer Pädagogik einen Bündnisgenossen bekommen, das Resilienzkonzept. Die Untersuchung seelischer Resilienz war ursprünglich eng verbunden mit der Traumaforschung. Dem Konzept der Resilienz lag die Frage zugrunde, welche seelischen Faktoren oder Strukturen bei einem Menschen dafür verantwortlich sind, dass er im Unterschied zu vielen anderen Menschen in vergleichbarer Lage und mit ähnlichen Erfahrungen ein schweres psychisches Trauma verarbeiten kann, ohne dass schwerwiegende seelische oder körperliche Folgen zurückbleiben. Ohne Zweifel lebt die Attraktivität des Resilienzkonzepts in der Pädagogik davon, dass die Befunde der Resilienzforschung sich offensichtlich mühelos mit zentralen Elementen des Ressourcenansatzes verknüpfen lassen. Fordert der Ressourcenansatz die vorzügliche, wenn nicht gar ausschließliche Orientierung der Pädagogik an den Ressourcen ihrer Klientel, so stellt das Resilienzkonzept einen spezifischen Typus von Ressourcen ins Zentrum, eine Art von seelischer Widerstandsfähigkeit bei Kindern und Jugendlichen gegenüber situativen oder chronischen psychischen oder psychosozialen Belastungen. Gegen den traditionellen Defizitansatz in Erziehung, Beratung und Therapie wurde und wird also zu Recht eingewendet. Der negative Blick auf die Defizite diene dem diskriminierenden Vorurteil und sabotiere produktive Arbeitsbündnisse im pädagogischen Raum. Für den Ressourcenansatz als Alternative sprach und spricht zu Recht: Der positive Blick auf die Ressourcen vermittle Respekt und Anerkennung und sei die unabdingbare Voraussetzung für eben jene notwendigen Arbeitsbündnisse im Feld von Erziehung, Hilfen, Therapien. Das Resilienzkonzept begründet, verstärkt und justiert den Ressourcenansatz. Die generelle Annahme von Resilienz kann zum einen die Perspektive auf die spezifischen Ressourcen des jeweiligen Falls stärken, kann zum anderen die pädagogische und therapeutische Arbeit auch mit den schwierigsten und anscheinend hoffnungslosesten Fällen motivieren und kann schließlich diagnostisch begründete Hypothesen über die Resilienz von Kindern und Jugendlichen generieren, notwendige Arbeitshypothesen für die pädagogischen oder therapeutischen Arbeitsbündnisse. Gegenthesen.
Dass ausgerechnet die sonder- und sozialpädagogische Theorie und Praxis sich an Fragestellungen und Befunden der Resilienzforschung orientieren sollte, ist so selbstverständlich nicht. Angesichts der zentralen Problematik blockierter und missglückter Entwicklungsprozesse, mit der sich diese Professionen auseinandersetzen müssen. Schwierige, verhaltensgestörte Kinder und Jugendliche haben in der Regel in frühester Kindheit schwere Verletzungen erlitten. Und in extremen Einzelfällen ließen schwere und kontinuierliche Vernachlässigung oder emotionale Verwahrlosung im frühesten Kindesalter es gar nicht erst dazu kommen, dass ein bedeutsames, gutes Objekt verinnerlicht werden konnte. Entsprechend schwach ist dann auch die Resilienz ausgeprägt. Schon kleine, verletzende Erfahrungen, die andere Kinder relativ schnell verarbeiten können, chronisch vernachlässigte, misshandelte oder verwahrloste Kinder hoffnungslos überfordern. Sie haben kein genügend starkes und gutes, sondern eher ein hochambivalentes, stetig bedrohtes und fraglich gutes inneres Objekt. Erschwerend kommt hinzu, die oft befremdlichen und schwer zu ertragenden Verhaltensweisen dieser schwierigen Kinder und Jugendlichen sind nicht einfach als Ausdruck einer mangelhaft ausgebildeten Resilienz zu verstehen. Sie sind vielmehr wesentlich Abwehr- und Schutzstrategien. Diese schwierigen Kinder und Jugendlichen haben sich in ihrer frühen Kindheit gegen erfahrene Missachtung, Misshandlung, Bedrohung und Verletzung durch Strategien der Angstabwehr ihr seelisches und körperliches Überleben sichern müssen. Die Resilienz dieser Kinder und Jugendlichen verbirgt sich nicht selten hinter schwer erträglichen Formen von Abweisung, Zurückweisung, Aggressivität oder Destruktivität. Gerade so, als müsse sie vor den Zugriffen der Erwachsenen geschützt werden. Auch eine noch so umfassende Einsicht in die Resilienzpotenziale dieser Kinder und Jugendlichen, wäre sie überhaupt möglich, würde wenig dazu beitragen, ihre Probleme und Schwierigkeiten, ihre Verhaltensstörungen und deren subjektiven Sinn zu entschlüsseln. Wer diesen Kindern und Jugendlichen helfen will, muss aber ihre Störung verstehen, denn der Schlüssel zum adäquaten Verständnis und zur angemessenen Hilfe findet sich in den seelischen Verletzungen und Konflikten, die sich hinter den Verhaltensstörungen verbergen, die resilienten Fähigkeiten zurückdrängen oder in den Dienst von Abwehr und Störung stellen. Der Resilienzansatz in inniger Verknüpfung mit dem Resilienzkonzept hat seine ursprünglich kritische Frontstellung in den zurückliegenden Jahrzehnten verloren. Mittlerweile haben wir es bei dem Ressourcenansatz mit einem eher affirmativen Konzept von Konfliktvermeidung oder Konfliktverharmlosung zu tun. Die nunmehr fast 30-jährige Phase sozialpolitischer Gegenreformen hat sich auch dieses kritischen Elements vergangener Reformdebatten bemächtigt und es in ihrem Sinne verkehrt. Vor allem das geradezu dogmatische Verdikt einer positiven Pädagogik gegen jegliche Rede von Defiziten, Störungen und mangelnden Ressourcen lässt sich bequem in den Dienst der ideologischen Legitimation schlechter Verhältnisse stellen und der nicht minder ideologischen Leugnung oder Verharmlosung dessen, was diese gesellschaftlichen Verhältnisse anrichten, bei Kindern und Jugendlichen, bei ihren Eltern und bei den für sie verantwortlichen Erwachsenen. Nur zwei Schritte braucht es dazu. Erstens, auf der theoretisch-konzeptionellen Ebene wird unterstellt, dass alle Kinder und Jugendlichen sowie ihre Familien im Prinzip über jene Ressourcen verfügen, die sie für ihre gute Entwicklung benötigen. Und auf der pragmatisch-pädagogischen Ebene verbindet sich mit dieser Unterstellung nicht selten eine behavioristische Konzeption des Verhaltenstrainings nach dem Prinzip einer positiven Verstärkung der vorhandenen
Ressourcen. Zweitens, und daraus dann folgend, wer über die notwendigen Ressourcen verfügt, trägt letztlich auch die Verantwortung dafür, ob und dass sie genutzt werden. Sei es in Hilfeplanvereinbarungen oder in Eingliederungsvereinbarungen, seien es Kinder, Jugendliche oder Eltern, der mündige Bürger wird unterstellt und eingeklagt nach dem Motto des aktivierenden Sozialstaats vom Fordern statt Fördern. So entlastet sich eine ganze Profession von der Einsicht in die Bedingungen struktureller Verantwortungslosigkeit, unter denen sie pädagogisch arbeitet. So entlastet sich ein Bildungssystem, das an seinem vordemokratischen Selektionsauftrag festhält und seinen demokratischen Bildungsauftrag verrät, und so entlastet sich der Staat, der zur Sicherung der Privilegien seiner Eliten sich aus seiner sozialstaatlichen Verantwortung zurückzieht, die er darin bestünde, zum einen für die sozialen Verhältnisse zu sorgen, die es den Individuen ermöglicht, als mündige Bürger über sich und ihr Leben zu befinden, und zum anderen dort Wiedergutmachung zu leisten, wo Kindern und Jugendlichen die notwendigen Lebens- und Entwicklungsbedingungen versagt werden. Die schwarze Utopie der Gegenreformen am Arbeitsmarkt, die flexible, immer und überall und zu den widrigsten und familienfeindlichsten Bedingungen bei Niedrigstlöhnen einsetzbare Arbeitskraft, findet in der Rede vom resilienten Kind ihre Ergänzung. Das zeigt ein Blick in die Google-Suchmaschine. Unter dem Suchbegriff Stehaufmenschenresilienz kann man das Gruseln lernen. Vor 5 Jahren waren es 1200 Google-Ergebnisse zu diesem Begriff, heute sind es 5-mal so viele. Das resiliente Kind, ein autonomes Stehaufmännchen, kann man sich ein grauslicheres Erziehungsziel vorstellen. Unberührbar und unerschütterlich zu sein, komme, was da wolle. In unserer Untersuchung Störer und Gestörte sind uns solche Stehaufmännchen begegnet, schwer gestörte Kinder in einem schwer gestörten Bildungs- und Erziehungssystem. Der Ressourcenansatz im Bündnis mit dem Resilienzkonzept bietet sich geradezu als Instrument der Verharmlosung oder Verleugnung an. Das sympathische Verbot, man dürfe diese schwierigen Kinder und Jugendlichen nicht diskriminieren, stigmatisieren, pathologisieren oder psychiatrisieren, dient unter der Hand der Entlastung bei professionellem Scheitern, der Verharmlosung der institutionellen Anteile an den gestörten Bildungsprozessen, der Verschleierung der strukturellen Ursachen entgleister Bildungskarrieren und generell der Verleugnung der gesellschaftlichen Grenzen öffentlicher Erziehung und Bildung. Das Resilienzkonzept legitimiert so den Rückzug des Staates aus seiner sozialstaatlichen Selbstverpflichtung, indem es die sozialen, richtiger asozialen, neoliberalen Folgen von Politik und Ökonomie für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zum einen privatisiert, zum anderen auf die überforderten Systeme öffentlicher Erziehung und Bildung und auf die dort arbeitenden Professionellen abwälzt. An die Stelle gesellschaftspolitischer Reformen des öffentlichen Bildungssystems tritt der pädagogische Jargon, nachlesbar beispielsweise im hessischen Bildungs- und Erziehungsplan aus dem Jahr 2007, von dem auch inzwischen keiner mehr was weiß. Dieser Jargon ist durch und durch positiv und singt das hohe Lied von den kompetenten, resilienten Kindern, den wahren Experten ihrer Wünsche und Interessen, ihrer Weltsicht und Lebenslage. Das hohe Lied von ihren kompetenten und resilienten Eltern, den wahren Spezialisten für ihre Kinder und das hohe Lied von umfassenden, kompetenten Bildungs- und Erziehungspartnerschaften von Kindern, Eltern und den Professionellen der öffentlichen Bildung und Erziehung. Als gäbe es keine Armut und Massenarbeitslosigkeit, keine
Verelendung von Migranten und Hartz-IV-Abhängigen, keine zu kleinen, feuchten Wohnungen, keine zerstörten Familien, keinen Alkoholismus, keine Verwahrlosung, keine chronischen Ängste und Fremdheitsgefühle, keinen Missbrauch von Kindern, keine Gewalt in den Familien. Und zuletzt, als gäbe es keine überforderten Professionellen in überlasteten Einrichtungen der öffentlichen Erziehung und Bildung. Kompetenz, Resilienz und individuelle Ressourcen werden beschworen, als dürfe nicht die Rede sein von den gesellschaftlichen Verhältnissen, die Kinder vernachlässigen, verletzen, um ihre Entwicklung betrügen und ihre Zukunft berauben. Die Schlussthesen. Nicht zwingend, wohl aber auf dominante Weise lenkt das Resilienzkonzept den Blick auf die individuelle psychische Ausstattung der Kinder und Jugendlichen. Dagegen wäre an sich nichts einzuwenden. Denn im Zentrum aller pädagogischen oder therapeutischen Arbeit muss der Blick auf das Kind, auf den Jugendlichen stehen. Zugleich aber birgt diese notwendige Perspektive auf den einzelnen individuellen Fall die Gefahr der institutionellen und strukturellen Blindheit. Nie aber darf aus dem Blick geraten, dass die Schwierigkeiten und Probleme der Kinder, ihrer Familien und der für sie verantwortlichen Professionellen der öffentlichen Erziehung und Bildung ihre stärksten Quellen in den gesellschaftlichen Grenzen der Pädagogik haben. Kommen die aber zur Sprache, stehen rasch Fragen der Verteilung von Macht, Privilegien und Ressourcen und mit ihnen weitere unangenehme Wahrheiten auf der Agenda. Das deutsche Schul- und Bildungssystem dient traditionell und bis heute der Auslese und nicht der Förderung von Resilienz. Es macht wie kein anderes Bildungssystem Bildungserfolg und Bildungskarriere weitgehend abhängig von der sozialen Lage und der durch sie bedingten Bildungsnähe der Eltern und verstärkt so die Verletzbarkeit gerade jener Kinder und Jugendlichen, die von zu Hause aus nur eine geringe Resilienz entwickeln und in die Schule mitbringen konnten. Gegen die Verleugnung und Verharmlosung dieser Grenzen der Pädagogik sei noch einmal daran erinnert, dass diese Kinder und Jugendlichen zunächst und vor allem etwas anderes brauchen als Pädagogik, Beratung oder Psychotherapie. Körperlich und oder seelisch vernachlässigte Kinder brauchen als erstes, dass Vernachlässigung aufhöre, also bessere Lebensverhältnisse und elterliche oder die Eltern ersetzende verlässliche Bezugspersonen, die die realen unterversorgten Bedürfnisse des Kindes sehen, anerkennen und real beantworten und befriedigen. Also das Kind ganz real besser versorgen können, auch emotional. Deshalb stehen heute zwei Fragen auf der Tagesordnung. Erstens, wir müssen heute die Einrichtung der öffentlichen Bildung und Erziehung aussehen, damit sie gute Orte des Lernens und der Entwicklung für Kinder und Jugendliche sind. Ich kann mich hier kurz fassen, alle qualifizierten Überlegungen und Untersuchungen der Reformpädagogik der zurückliegenden 100 Jahre orientierten sich in ihrer jeweiligen Fachsprache an diesen Fragen. Und vor dem Hintergrund des Resilienzkonzepts kann ohne Mühe der ebenso bekannte wie umfangreiche Katalog von Anforderungen, Kriterien oder Zielen formuliert und begründet werden, der umgesetzt werden müsste, will man eine gute vorschulische und schulische öffentliche Bildung, Erziehung und Förderung aufbauen. Und zweitens, woran in der mehr als 100-jährigen Geschichte der Reformpädagogik sind alle diese guten und gut begründeten pädagogischen Konzepte und Programme gescheitert? Eine überzeugende Antwort auf diese Frage gab vor 100 Jahren Siegfried Bernfeld in seiner Untersuchung über Sisyphos oder die Grenzen der Erziehung, gescheitert an den gesellschaftlichen Grenzen der Pädagogik. Der Scheinwerfer wäre also zu richten auf die Professionellen der öffentlichen Erziehung und Bildung. Denn sie haben die pädagogische Verantwortung in ihrem Feld
und mit ihr zwingend auch die Verantwortung für die institutionellen und strukturellen Rahmenbedingungen, unter denen sie arbeiten. Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer sind verantwortlich, also auch zuständig und damit dann auch verpflichtet zu intervenieren, wenn sie feststellen müssen, dass die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit, die gesetzlichen Regelungen, die Verwaltungsvorschriften, die organisatorischen Gepflogenheiten, die räumlichen und in Bedingungen in gute Kindertagesstätte oder gute Schule als Lebens-, Lern- oder Handlungsraum zu verwandeln. Eine solche strukturelle Verantwortungslosigkeit der Professionellen hieße, dass sie das Recht, mehr noch die Pflicht haben, alle ihre Arbeitsbedingungen und Strukturen an diesen Anforderungen zu messen. Die so verstandene Frage nach den Ressourcen und Kompetenzen, also auch nach der kollektiven Konfliktfähigkeit und Konfliktbereitschaft dieser Berufsgruppen im pädagogischen Feld, wird vom Ressourcenansatz ebenso regelmäßig wie vom Resilienzkonzept ausgeblendet. Und das mag dann wohl auch der geheime Sinn dieses Modebegriffs sein, der längst das Feld der Erziehung, Beratung und Therapie schwieriger und benachteiligter Kinder und Jugendlicher verlassen hat. Ich komme zu meiner letzten These. Wer nicht über die Notwendigkeit, die Bedingungen und Möglichkeiten des kollektiven Widerstands der Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer gegen die strukturellen Bedingungen ihrer Arbeit reden will, sollte besser über individuelle Resilienzen und Ressourcen schweigen.